Out again, without further ado, the first speaker today is going to speak on the subject of scientism and the recolonization of the mind is Dr. Muriel Gonzalez Atenas. She's an activist in the feminist, anti-racist, and autonomous networks. And for 2 years now, she's been working with the Kurdish women's movement in Europe on a new departure for emancipatory movements. Her research focuses on gender studies, labor and capitalism, Eurocentric geographies, feminist epistemologies, and historiographic methods. And like I said, she's going to speak to us about scientism and the recolonization of the mind. Hello. Thank you very much for your presentation. I go on speaking in German for the translators. Yeah. Ja, erstmal freue ich mich, das Thema der Kolonisierung des Denkens mit Aktivistinnen der kurdischen Befreiungsbewegung diskutieren zu können. Und möchte mich auf diesem Weg nochmal herzlich für die Einladung auf diese Konferenz bedanken. Außerdem möchte ich einen großen Dank an die Übersetzerinnen und Übersetzer meines Vortrages und überhaupt der gesamten Konferenz aussprechen. Ich weiß, mein Gegenstand ist kompliziert. Daher nochmal vielen Dank. Ja, warum brauchen wir eine kritische und meines Erachtens feministische Epistemologie? In neueren Forschungen, in denen nun auch Erkenntnisse der radikal-feministischen Bewegung eingearbeitet wurden, wurde nach der politischen Funktion von Wissenschaften gefragt. Dies baute auf der Erkenntnis auf, dass die Interpretation und Legitimierung sozialer Ungleichheit als natürliche Differenz in den Wissenschaften definiert wurden. Dieses ist nicht allein mit Mitteln der Ideologiekritik aufzulösen, da die Ungleichheiten in den Erkenntnisstrukturen im Objektivitätskonzept selbst verankert sind und damit naturalisiert werden. Daher ist es Anliegen der feministischen Wissenschaftsforschung, die Geschlechterdifferenz als Subtext, als Struktur der Wissensgeschichte sichtbar zu machen. Aber nicht nur das Feld der Geschlechterverhältnisse und ihre Asymmetrien wurden in den Fokus der Kritik gestellt. Auch andere Bereiche der dominanten gesellschaftlichen Wissensproduktion wie Nationalismus, Wissenschaft, Sexismus, Religion etc. wurden kritisch beäugt. Zu Recht weist auch Abdullah Öcalan in seinen analytischen Schriften, die leider zum großen Teil noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, immer wieder auf diese Kategorien hin und kritisiert diese als Denkmuster und soziale Praxen, die zu überwinden sind. Der Ansatz dieses Vortrages versucht, noch ein Stück weit hinter diese Kategorien zu blicken und fragt nach Bedingungen der Wissensproduktion, nach selbstverständlichen Denkschemata, nach der Matrix westeuropäischer Denkart. Grundsätzlich muss zu Beginn festgestellt werden, dass die heutigen Gesellschaften durchdrungen sind von Mechanismen, Erkenntnissen, Diskursangeboten, Instrumenten, die sich auf Wissenschaft beruft. Die Bedeutung von Wissenschaften hat seit der europäischen Aufklärung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Diese unangefochtene soziale Stellung von Wissenschaften oder wissenschaftlichen Erkenntnismodellen gilt es zu betrachten und ihren Zusammenhang zu asymmetrischen Gesellschaftsstrukturen zu analysieren. Und weil das so kompliziert ist, habe ich auch ein paar Bilder mitgebracht. I go to the edge to my PowerPoint.
folgenden. Hört man mich? Könnte ich. Super. Im Folgenden werden die historischen Entwicklungen einiger wirkungsmächtiger Epistemologien, also Wissensproduktionssystemen der Wissenschaften, erläutert, um anschließend einige Ansätze und Modelle der feministischen Epistemologie zu besprechen. Wie ist es zu den herrschenden Paradigmen und Epistemen der modernen Wissenschaft gekommen? Am Beispiel der Geschichtswissenschaft und der Kategorie Geschlecht möchte ich diesen Prozess exemplarisch erläutern. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde in den Universitäten und gelehrten Kreisen offen darüber nachgedacht, wie eine Theorie der Geschichte und Historiografie, also der Geschichtsschreibung, auf neue konzeptionelle Beine gestellt werden könnte. Ich erinnere daran, wir befinden uns mitten in den Auseinandersetzungen der nationalstaatlichen Entstehungsgeschichte vieler Länder Europas. Westeuropa hatte ihre Glaubenskriege hinter sich gelassen und ihre Regionen säkulär aufgeteilt. Die Welt schien entdeckt und erschlossen zu sein, und nun wurde sie politisch aufgeteilt. Neue Technologien der Massenproduktion wurden auf den Markt gebracht. Die Kategorie Arbeit setzte sich in der westeuropäischen Gesellschaft zum normierenden und strukturierenden Dispositiv durch. Die allgemeine Mobilität und die Alphabetisierung breiter Teile der Bevölkerung machte zudem eine sogenannte Verwissenschaftlichung oder Verbreitung von Wissen der okzidentalischen christlich geprägten Gesellschaften möglich. Die Geschichtswissenschaft sah sich nun in ihrem Projekt der Theoretisierung vor die Herausforderung gestellt, die Fülle der Erscheinungen im Raum und Zeit in eine kommunizierbare Ordnung zu bringen. Abstrakt gesagt setzte man auf ein hierarchisch gedachtes Verhältnis des Ganzen zu den Teilen, des Allgemeinen zum Besonderen, als auf die Vorstellung von der Gleichrangigkeit der Verschiedenheit. Praktisch bedeutete dies, die Neukonzeptionierung der Lehre von Menschen setzte dabei auf zwei folgenreiche Hierarchisierungen. Die im Kulturvergleichende eingesetzte Erziehungsmetapher der Europäer des christlichen Abendländers als Erzieher der Menschheit und damit höher platziert als alle anderen Menschen. Die Analogien zwischen Erziehung des Kindes und den Entwicklungsabfolgen der Menschheitsgeschichte waren zahlreich. Beispielsweise Gotthold Ephraim Lessings, die Erziehung des Menschengeschlechts. Und als zweite Hierarchisierung durch die Ausarbeitung einer Sonderanthropologie des Weibes, das Allgemeine des Menschen im männlichen Geschlecht zu sehen und dabei überhaupt die Konstruktion einer bestimmten Maskulinität. Beispielsweise wurde der von den Medizinern und Biologen gestaltete neue Gynäkologie das weibliche Geschlecht zugeordnet, dahingegen das männliche Geschlecht von den unterschiedlichen kognitiven Bemühungen erfasst und in diversen akademischen Disziplinen verhandelt. So ist es nicht verwunderlich, das, was im 19. Jahrhundert in den Nationalstaaten als universitäre Geschichtswissenschaft etabliert und als wissenschaftliche erforschte Geschichte galt, immer mehr an Bedeutung gewann, dass Frauen in dieser als Geschichtsschreiberin überhaupt nicht vorkamen und als Gegenstand der historiografischen Interesses nur selten vorkamen. Damit spiegelten und zementierten die wissenschaftlichen Geschichtsvorstellungen immer wieder die anthropologische Grundannahme, dass das weibliche Geschlecht mehr der auf unveränderbare Dauer angelegten Natur, denn der dem historischen Wandel zugewandten Kultur angehörte. Die in dieser Zeit neuartige Verständigung über allgemeine Geschichte und mit der Durchsetzung verbindlicher Konzepte und Methoden einhergehende Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung verbaute langfristig den wissenschaftlichen Zugang zur Geschichte der Geschlechterverhältnisse und fokussierte sein Hauptsubjekt, den weißen, westeuropäischen, christlichen Mittelschichtsmann. Als die Frauen Zugang zu den Wissenschaften und Politik erhielten, hatten die starren Geschlechterrollen des 19. Jahrhunderts bereits einen erheblichen Teil ihrer Funktionen erfüllt und den Frauen ihre Rolle zugewiesen. Sie wurden teilweise nicht mehr so stark gehandhabt und man ließ Frauen beispielsweise an den Universitäten zu. Dennoch änderten sich die Konstruktion des Weiblichen bis heute kaum. Sie sind ahistorisch angelegt und überdauern daher auch
unterschiedliche historische Momente, denn die sogenannte Natur der Frau überdauert alle gesellschaftlichen Ereignisse. Diese Konstruktion, obwohl sie nicht den historischen und sozialen, und das möchte ich betonen, bilden ein Verweissystem, das die Hierarchie der Geschlechter sichern hilft. So wird aus feministischer Wissenschaftsperspektive und Kritik das Geschlechtermodell als Funktions-, Positions- und Verhältnisbegriff verstanden, der andere Kategorien sozialer Strukturierung wie Klasse oder Schicht und Ethnizität durchquert und diese dabei auf spezifische Weise profiliert. Die Postmoderne hat keine weitere Gleichberechtigung gebracht, obwohl uns der öffentliche und dominante Diskurs dies zu vermitteln versucht. Die Politik der universalen Prinzipien oder auch globalisierten Bezüge hat ihre totalitären Züge längst offenbart. Über das Instrument der Vergesellschaftung wurde aus der Idee der Gleichheit die Verkehrung zur Angleichung betrieben, ins Auslöschen der Differenz und war oft gleichbedeutend mit der Vernichtung der Andersartigen. Bei diesem Prozess wurden folgende Paradigmen oder besser gesagt Epistemologien, also Denkschemata, den modernen Wissenschaften zugrunde gelegt. Zum Beispiel dichotomes, binäres, also zweidimensionales Denken, die Spezifik und Funktionsweise von modernen Gesellschaften, modernen Lebensformen, modernen Wissens werden beschrieben mit Dichotomien. Dabei werden Begriffspaare gebildet, die konstituierend für unser Denken sind, also Voraussetzung für unser Denken. Staat, Familie, Mann, Frau, Erwachsener, Kind, Individuum, Gesellschaft, Natur, Kultur, Gleichheit, Differenz, Universalität, Partikularität, mechanisch, organisch, selbstbezogen, solidarisch, Gemeinnutz, Eigennutz und daraus resultiert. Bei dieser Dichotomisierung von Erfahrungen und Konzepten, also von sozialer Praxis und Theorie, wird Differenz reduziert auf funktionale Aspekte und eine Vereinheitlichung von Lebensaspekten hergestellt. Da diese Konzeptualisierungen auch nicht hierarchiefrei gedacht sind, funktionieren sie auch als Motor für die Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Subsysteme. Heißt, Frauen, Natur, Privatheit, Familie, das ist ihr Bezugssystem. Weitere Paradigmen sind Fortschrittsdenken oder Positivismus, Entwicklung der Menschheit im Sinne des Fortschritts. Entdeckungen, Erfindungen, aber auch Kriege, Politiken stehen im Zeichen des Fortschritts der Menschheit. Ein weiteres Paradigma sind bestimmte Subjektpositionen. Das Subjekt stellt in den westeuropäischen Wissenschaften das einheitlich identische Subjekt dar, das bewusst, rational und in sich logisch agiert. Es funktioniert wie ein Sonnensystem und beansprucht universelle Deutungshoheit. Der Mann und sein Wirken als Allgemeingeschichte und Vorlage für jedwede Matrix. Es gibt bereits, die lineare Geschichte, ja, mein Fach. Die lineare Geschichte entwickelt sich zielgerichtet, ungebrochen, sich selbst reproduzierend. Vor allem muss sie jeder Subjektivitätskritik standhalten können. Es gibt bereits aus der feministischen Frauen- und Geschlechterforschung zahlreiche Ansätze, diesen Paradigmen andere Geschichte entgegenzusetzen. Zum Beispiel Isabel Hull hat sich einem Kernthema der politischen Geschichtswissenschaft zugewandt, die Entstehungsbedingungen und Wirkungen frühneuzeitlicher Staatlichkeiten in Deutschland. Sie kommt entgegen der Modellvorstellung von Historikern des Absolutismus, die diese Entstehung mit dem Konzept der Sozialdisziplinierung verbunden haben, auf eine differenzierendere Geschlechterpolitik der frühneuzeitlichen Staaten, die nicht durchgängig im Sinne männlich-patriarchaler Normen praktiziert wurde. Gerade diese geschlechtliche Differenzierung wird von ihr als wesentliche Dimension der Konstitution und Legitimation von Staatlichkeit in der frühen Neuzeit nachgewiesen. Weiter führt sie aus, dass die Geschlechterpolitik aufgeklärt absolutistischer Institutionen zu größerer Gleichheit tendierten als die folgenden liberal-bürgerlichen Gesellschaften. Ein anderes Beispiel sind die Forschungen von Natalie Zeman-Davis,
Sie untersucht auf mikrohistorischer Ebene drei Frauenleben in der frühen Neuzeit und legt dabei eine Geschichte der Möglichkeiten der Handlungsspielräume von Personen frei. Davis zeigt die kreativen Handlungsspielräume von Frauen des 17. Jahrhunderts auf, die sich gerade deren gesellschaftlichen Marginalpositionen verdanken, abseits der Zentren politischer und religiöser Macht. Wie sich die Kategorie Geschlecht im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer gesellschaftlichen Hauptordnungskategorie entwickelte, hat besonders Ute Frevert in ihren Untersuchungen zu Geschlechterverhältnissen in der Moderne gezeigt. Die Kategorie Geschlecht zur Herstellung von Differenz auf der Ebene der sozialen Praxis sowie auf der des Diskurses entwickelt sich immer mehr zu einem konstitutiven Strukturelement der bürgerlichen Gesellschaft und wurde wiederum von dieser immer wieder neu hergestellt und zementiert. Ich komme nun zu einigen Vorschlägen zur feministischen Epistemologie. Über die genannten Analysen hinaus gab es bereits die ersten Ansätze einer neuen Epistemologie. Diese konzentrierten sich zunächst auf zwei Fragestellungen. Erstens, auf welche Weise konstituiert die Abwehr des Subjektiven ein Erkenntnismodell, das eine hierarchische Geschlechterbeziehung befördert? Und zweitens, wie sind zeitgenössische patriarchale Verhältnisse in den reduktionistischen Vorstellungen der Wissenschaften repräsentiert? Drei Ansätze der feministischen Wissenschaften sollen hier kurz vorgestellt werden, wirklich ganz kurz. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie ist in ihren Überlegungen der Logik der dichotomen Aufteilung in der Wissenschaft nachgegangen und hat ihre eigene Leseart der Moderne und ihr eigenes theoretisches Bezugssystem entwickelt. Zentral dabei waren zunächst die Unterscheidungen von biologischem und sozialem Geschlecht, von Sex and Gender und weiterhin die Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung mit ihren weitreichenden sozialpsychologischen Folgen. Dabei, so die Analyse, dient der weibliche Körper als Matrix für Projektionen von abgespaltenen Wünschen und Ängsten des sogenannten modernen Menschen. Das Weibliche steht nicht für sich selbst, sondern erfüllt die Funktion eines kulturellen Bildes. Im Mythos des ewig Weiblichen mag es für Frauen vielleicht eine Vergangenheit, aber keine Geschichte geben. Dem hält der feministische Empirismus Folgendes entgegen. Dieser geht davon aus, dass Sexismus und Androzentrismus gesellschaftlich bedingte Verzerrungen sind, die durch strikte Anwendung der bereits existierenden und methodologischen Normen wissenschaftlicher Untersuchung korrigiert werden können. Ihr Argument ist, dass Feministinnen eine umfassendere und kritischere Perspektive haben. Am Ende desselben und Beginn des 20. Jahrhunderts. Entwicklungen, die die Auffassung von wissenschaftlicher Objektivität entscheidend beeinflusst haben. Ich kürze ein bisschen ab und möchte einen bestimmten Ansatz nochmal hervorheben, der, glaube ich, auch für die Andersartigkeit der Denkweise wichtig ist, das situierte Wissen. Das Konzept des situierten Wissens, einer ihrer Vertreterinnen, Donna Haraway, geht davon aus, dass erkenntnistheoretische alle Sichtweisen zufolge ein Ort, eine Position, die in methodischer Reflexion bekenntlich zu machen ist. Jede Wissenschaftlerin und jede Wissenschaftlerin hat ihr eingebettet sein in der Gesellschaft, ihr Herkommen und ihre Handlungsweise zu kontextualisieren. Standpunkte am Rande der Gesellschaft sind, wie bereits erläutert, dazu besser befähigt. Verletzlich, uneinheitlich und nicht ahistorisch existieren und deshalb sei es eher zur Begegnung und Dialog fähig. Nicht Universalität, sondern Partialität ist die Bedingung für Objektivität und Rationalität und eine Sensibilität für Macht und Verantwortung.
Forderungen an eine feministische Epistemologie oder Wissenschaft könnten sein. Sie muss, um wirkungsmächtig Analysen und Veränderungen zu betreiben, methodologisch, konzeptuell und inhaltlich offen gestaltet werden. Nur dann kann sie kontroverse, spannungsreiche Forschungs- und Diskussionsfelder bieten und verhindern, in die gleichen Paradigmenfallen der frühen Ansätze zu fallen. Theoretisches einen zum aktiven Handeln fähig ist, also nicht nur herrschende Regeln und Normen ausführt. Zum anderen darf der Ursprung des Handelns nicht im Inneren des Subjekts, Bewusstsein, Wille, Motivation, verortet werden, das frei von jeglicher sozialer und kultureller Prägung ist. So wie männliche Figuren in Geschichtsschreibung erscheinen. Das Subjekt darf also nicht als rational handelndes, seine Interessen verfolgendes, autonomes Wesen konzipiert werden. Ängste, Zwänge, Leid sind als Motivationsgrundlage durchaus denkbar. Die Frage ist, wie können diese konzeptualisiert werden oder sind diese überhaupt rekonstruierbar? Geschlecht muss als Kategorie gedacht werden, ausgehend von einer interaktiven Herstellung einer Kategorie, also so ähnlich wie Doing Gender. Geschlecht hat man nicht, sondern man tut es. Die Bedeutung von Geschlecht ist dabei handlungsleitende Disposition, also selbstverständliche Denk- und Wahrnehmungsvoraussetzungen oder auch Handlungskompetenz, an denen sich Menschen orientieren. Die Kategorie Geschlecht muss als die Manifestierung einer gesellschaftsordnenden und normierenden bipolaren Einteilung gespiegelt werden, also als Macht- und Ordnungsprinzip, nicht als Natur. Nur eine solche gelagerte Forschung in Verbindung mit sozialen Bewegungen kann die Gesellschaft in unserem Sinne bewegen. Und dann ist das heutige Geschlechterverhältnis auch nicht schon 10.000 Jahre alt, sondern ein Ergebnis der Entwicklung der europäischen Moderne seit dem ausgehenden Mittelalter. Ich möchte noch hinzufügen, und vielleicht ist das auch der Widerspruch in sich, als Historikerin sage ich das jetzt, es scheint mir aber entscheidend für politische Auseinandersetzungen, dass es meines Erachtens keine Geschichte, keine Tradition oder Rechtfertigung braucht, um ein anderes Leben zu fordern. Wir müssen uns nicht auf unsere Geschichte berufen können, um zu fordern, dass alle Menschen mit Respekt, Achtung und Solidarität behandelt werden. Es ist mehr. Wir brauchen kein bestimmtes Geschlecht, keine Klasse und auch keine entsprechenden Sprachen, um zu fordern, in Frieden zu leben. Selbst wenn der Mensch schon immer Krieg geführt hat, selbst wenn es die friedliche, quasi matriarchale Klanngesellschaft nicht gegeben hat, haben wir das Recht, eine gleichberechtigte und solidarische Lebensweise zu fordern. Einfach, weil wir es tun. Dankeschön.